Seit gut 2000 Jahren wird im Gottesdienst Geld gesammelt, um Menschen in Not oder die eigene Gemeindearbeit zu unterstützen. Doch die Kollekte bereitet zunehmend Schwierigkeiten, denn immer mehr Banken verlangen für die Annahme von Münzen Gebühren. Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Berlin-Stadt-Mitte, Berthold Höcker, spricht sich deshalb gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA für andere Formen aus, etwa für die Zahlung mit Karte oder einer Spenden-App auf dem Smartphone. In einer Gesellschaft, in der das Bargeld an Bedeutung verliert, hat auch die Geldsammlung der Gemeinde darauf zu reagieren, so Superintendent Höcker. Anderer Ansicht ist der Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Brück bei Potsdam, Helmut Kautz. Der Gottesdienstraum sei kein Handelsraum. Hier soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke gibt. Das gelte besonders für den Gemeindecomputer, so der Pfarrer. Die finanzielle Entwicklung von ERF Medien ist erfreulich. Das gab der geschäftsführende Vorstand Thomas Woschnizok am 7. Mai auf der Mitgliederversammlung in Wetzlar bekannt. Die Einnahmen stiegen von 15,4 Millionen Euro auf 16,9 Millionen Euro. Die Ausgaben wuchsen in dem Zeitraum von 13,6 Millionen Euro auf 14,7 Millionen Euro. Woschnizok äußerte sich auch zum Bauprojekt des Unternehmens. ERF Medien will an seinem bisherigen Standort ein neues Medienhaus errichten. Dafür seien rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Frühestens Ende 2018 solle mit dem Neubau begonnen werden. Ziel sei es, das neue Medienhaus Ende 2020 in Betrieb zu nehmen. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist er auch der Erfinder von Liebe und Sexualität. Das sagte Martin Leupold, Geschäftsführer und theologischer Leiter des Weißen Kreuzes, auf deren Fachtagung vergangenes Wochenende in Kassel. Seiner Meinung nach sind viele Menschen der Überzeugung, dass die christliche Tradition eher sexualfeindlich sei. Leupold zufolge beschreibt die Bibel aber Sexualität als eine großartige Gabe Gottes, die sehr erfüllend sein kann, wenn sie im Sinne des Erfinders angewandt wird. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Die Bibel redet ganz positiv von Sexualität, aber sie sieht Sexualität auch in einem klaren Zusammenhang mit der verlässlichen Gemeinschaft der Ehe und mit dem Entstehen von Familie. Nun ist es einfach so, dass Menschen vieles dort nicht gelingt und dass sich dem manches entgegenstellt, von innen und auch von außen. Und dann gilt es, diese Vision Gottes im Leben immer wieder zu suchen, sich mit Widerständen auseinanderzusetzen, Konflikte zu überwinden, Heilung über Verletzungen zu suchen und einen neuen Anfang zu wagen, damit Liebe und Sexualität wirklich im Sinne des Erfinders gefunden und ein Stück gelebt werden kann.